Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mache ich mal eine kleine Beilage. Vielleicht machen wir einen kleinen Zeitsprung mittendrin, wir werden mal sehen. Und zwar handelt es sich dabei um Blumenkohlpüree. Ähnlich wie Kartoffelpüree eignet sich das natürlich gut als Beilage. Lasst euch nicht stören hier von dem Geklimper. Ich bereite jetzt hier gerade den Dampfdrucktopf vor und werde jetzt hier mal den Dämpfeinsatz zum Einsatz bringen. Entsprechend gebe ich jetzt etwas Wasser da rein. So viel, dass eben das Wasser bis unter den Dämpfeinsatz steht. Gut, so geht's. Und dafür werde ich jetzt erstmal den Blumenkohl dämpfen, bis er schön weich ist. Das mache ich im Dampfdrucktopf, weil es schön schnell ist. Es ist wieder ein Gericht oder eine Beigabe, die nicht sehr viele Zutaten hat. Allerdings habe ich jetzt neulich von meinem Kumpel Matze und seiner Frau ein Trüffelsalz geschenkt bekommen. Und es habe schon ein paar Mal gesehen, dass das in der feinen Küche häufig so serviert wird, also ein Blumenkohlpüree. Dann wird allerdings der frische Trüffel darüber gerieben. Aber ich denke, auch wenn es sicher geschmacklich und auch von der Konsistenz da Unterschiede gibt, so einen groben Eindruck vom Geschmackserlebnis kann man auf diese Weise auch erhalten. So, ich habe jetzt die Blätter vom Blumenkohl abgemacht, werde ihn jetzt so komplett, wie er ist, in den Topf setzen. Dazu gebe ich hier noch zwei Maiskolben, die haben mit dem Rezept nichts zu tun, aber wenn man schon mal hier die große Dämpfvorrichtung einrichtet, dann kann man das ja auch mehrfach nutzen. Und im Topf ist genügend Platz. Die Maiskolben werde ich jetzt nur einmal durchbrechen. Sind schön knackig. Und im Sommer sind die ja auch für ein Apfel und ein Ei überall zu bekommen. Übrigens, Mais kann man auch, wenn man ihn dann mal in der Schale bekommt, sehr einfach zubereiten. Das geht toll, wenn man eine Mikrowelle hat. Meine ist gerade vor kurzem kaputt gegangen, aber ich vermisse die jetzt auch nicht so sehnsüchtig. Sonst hätte ich mir vielleicht schon eine neue gekauft. Im Moment brauche ich eigentlich mehr Platz in der Küche. Darum war ich froh, dass die Ecke, wo sie immer stand, jetzt frei ist und ich jetzt hier noch ein paar Behälter aufstellen kann. Ansonsten die Maiskolben in der Schale einfach für 2 Minuten in die Mikrowelle, dann hinten einfach den Strunk abschneiden und dann kann man sie einfach so rausflutschen lassen und sie sind dann praktisch im eigenen Saft gedämpft und dann ein bisschen Butter dazu. Das ist also eine ganz feine Sache und das vielleicht so als kleiner Tipp am Rande. Leider ist es ja so, dass man mittlerweile den Mais so vorgeschält und dann in so einer Styroporschale bekommt. Das ist ja eigentlich, wie man ja auch manchmal jetzt schon im Internet gesehen hat, dass man so Bananen geschält und in so Styroporschalen einfoliert kaufen kann. Wobei ich mir da noch denken kann, dass die geschält wurden, weil die Schale vielleicht schon anfing, mehr braune Flecken zu bekommen und dann kauft die ja keiner mehr die Bananen. So wäre es vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein guter Kompromiss ist, aber vielleicht ist es dann noch besser, als die komplette Banane wegzuschmeißen. Müsste man mal die Energiebilanz ausrechnen. So, jetzt müssen wir aber erstmal warten, bis der Blumenkohl gedämpft ist. Das dauert ein Weilchen und ich will euch jetzt nicht die ganze Zeit die Ohren voll quasseln. Darum machen wir mal eine kleine Pause an dieser Stelle. Also bis gleich. So, da sind wir jetzt beim zweiten Teil. Der Blumenkohl ist jetzt schön weich gegart und
Den Topf habe ich jetzt schon gereinigt und stelle ihn auf kleiner Hitze wieder an. Ich werde jetzt etwas Milch erhitzen, einfach um dem Ganzen eine cremige Note zu verleihen. Ihr könnt auch Sahne verwenden. Ich denke, man kann es auch weglassen, wenn man jetzt zum Beispiel vegan ist und da jetzt keine tierischen Produkte drin haben möchte. Aber der Sicherheit halber und weil sich die Gewürze da ganz gut drin vermengen, mache ich das mal so. Dann gebe ich noch etwas Muskat rein. Ist immer gut mit Blumenkohl und dann eben besagtes Trüffelsalz, etwa einen Teelöffel. Das Trüffelsalz hat einen sehr interessanten, intensiven Geruch, hat also ein bisschen was von Pilzen, aber auch von Knoblauch. Ich habe bisher auch nur einmal frische Trüffel gegessen. Das war aber so eine kleine Menge, dass sie jetzt auch keinen großen Eindruck hinterlassen hat. Trotzdem ist es ja immer ganz spannend, sowas, wo viele Leute dann eine große Show drum machen, mal probiert zu haben, um sich dann ein eigenes Urteil zu bilden. So. Den Herd mache ich jetzt wieder aus. Das ist mir zu gefährlich. Wenn ich es jetzt püriere, kann es nämlich auch sehr schnell anbrennen. Mit dem Pürierstab. So, jetzt ist es schön fein. Eigentlich auch sehr, hat keinen Stand wegen Kartoffelpüree. Man könnte sich ja auch ein, zwei Kartoffeln mitkochen und hätte dann entsprechend vielleicht etwas mehr Struktur darin. Werde jetzt auf jeden Fall aber noch ein schönes Stück Butter dazu geben. Denn wenn wir schon mit Trüffeln arbeiten und so, dann machen wir jetzt hier keine halben Sachen. So, also etwa 25 Gramm. Das ist auf den ganzen Blumenkohl gerechnet ja nun auch nur ein Klacks. So, und dann ist es auch schon fertig. Ich werde es jetzt gleich mal probieren, ob der Trüffel hier, das Trüffelsalz, erkennbare Spuren hinterlassen hat in dem Blumenkohlpüree. Sonst streue ich vielleicht noch etwas drauf. Das kann man jetzt natürlich so essen. Ich habe jetzt hier keine großen Beilagen geplant dazu. Traditionell wird das gerne zu Fisch serviert. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder eben auch zu anderen milden Fleischsorten wie Geflügel, verschiedene, also Hähnchen oder sowas. Aber das werde ich dann mal ausprobieren, wenn sich dieses Blumenkohlpüree als würdig erwiesen hat für ein Relaunch. Sieht jetzt auf jeden Fall ganz schick aus. Ich kratze hier gerade mal die Reste in meine Schüssel. Und dann kommt noch der Geschmackstest. In dem Fall wird euch das sicher auch interessieren. Zumindest, was ich davon halte. Sehr fein. Also den Trüffel schmeckt man tatsächlich raus. Also das, was man vom Duft hat. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen was drüber streuen. So fürs Auge. Doch, das werde ich auf jeden Fall noch mal machen. Und dann vielleicht ein schönes Stück Fischfilet auf der Haut gebraten dazu. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gut, hat also funktioniert das Experiment. Und dann bleibt mir nichts anderes, als euch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.